Hallo, hallo, meine Lieben. So schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dieses Mal zum 8. Teil meiner Worlds of Wonder Reihe. Genau, und zwar die kleinen Teenies, die ich ja hier mit euch zusammen koloriere, Stück für Stück. Und ja, wir feiern Bergfest. Juhu! genau, bevor es jetzt gleich losgeht und ich euch was zu dem Plan erzähle, den ich mir so gedanklich gemacht habe, möchte ich mich einmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für euren ganzen Support, für eure Empfehlung tatsächlich auch für meinen Kanal und ja, sag einfach mal herzliches Hallo und willkommen auch an alle neuen Abonnenten und natürlich auch an alle alten Hasen. genau. Wenn ihr natürlich weiterhin solche Videos sehen wollt oder auch andere Videos, dann macht gerne weiter so, dass mein YouTube-Channel sukzessive wächst, sage ich jetzt mal, ist für mich immer ein Zeichen oder ein sehr offensichtliches Zeichen, dass die Coloring-Community wächst und gedeiht. Und das ist ja so mit auch mein größter Wunsch, dass wir halt immer mehr Leute werden, die sich für das Thema Ausmalen begeistern und dadurch ein bisschen Entspannung und Ruhe und ja ein bisschen Achtsamkeit einfach in ihr Leben integrieren können. Und damit wiederum auch, ja, ich denke, jeder Mensch, der es schafft, es ein bisschen, und wenn es nur für einen Moment ist, innere Ruhe zu finden, ist ein großer Beitrag dafür, dass es eben grundsätzlich auch in der Welt ein kleines bisschen mehr Ruhe gibt. Ruhe und Frieden halt einfach. Genau. Aber, lirum larum, genug der langen Vorrede. Ich möchte gleich mal mit euch starten und euch kurz mal erzählen, was ich mir so gedacht habe. Ich habe mir hier zur Seite schon mal so eine Handvoll oder etwas mehr als eine Handvoll an Polychromus vorbei zur Seite gelegt, genau. Tatsächlich weiche ich jetzt mal von den bisherigen Stiften so ein bisschen ab. Ich habe hier für die anderen Bilder, für die Details, die Prismacolor verwendet, aber weil ich ganz jüngst meine Liebe zu dem Polychromus wiederentdeckt habe, die habe ich jetzt sehr lange sträflich vernachlässigt. Dazu gerne später ein bisschen mehr erzähle ich euch noch dazu. Genau, die möchte ich auf jeden Fall für die Details verwenden. Und dann habe ich mir auch hier noch zwei, drei Derwent Inktens bereitgelegt. Dafür, die möchte ich gerne für den Hintergrund verwenden. Und ja, obligatorisch natürlich auch mein Karan D'Arche Museums Aquarell White, mein Sakura Jelly Roll, um die Linien gegebenenfalls zu covern oder eben Highlight zu setzen. Und ich habe hier mein Derwent Inktens Water Brush und das ist die Stärke 1. Ich glaube, das reicht, mehr brauche ich heute nicht, glaube ich. Ansonsten liegen die anderen hier auch noch parat. Dann habe ich hier noch ein paar bunte Posca-Marker. Das sind Acrylmarker, wo ich mir überlegt habe, hier, ich wollte gerne, dass die Schnecke hier so im hohen Gras so unterwegs ist. Und ich wollte hier im Hintergrund und noch vor ihr so ein bisschen Gras andeuten. Und dann vielleicht mit dem Posca, das ist ja Acrylmarker, der super, super gut deckt, wollte ich vielleicht so ein paar Blümchen hier noch so im Gras andeuten. Mal gucken, schauen wir mal. Genau, was habe ich hier noch? Natürlich mein obligatorisches Küchenkrepp hier, damit ich meinen Pinsel abtupfen kann. Ja, das war's auch an der Stelle. Welche Farben ich jetzt schlussendlich konkret verwendet habe, die würde ich euch jetzt einmal einblenden, weil dann könnt ihr einfach kurz auf Pause klicken und euch die Stifte, die ihr braucht, einmal ganz in Ruhe raussuchen. Ihr findet natürlich auch alle Stifte und Materialien auch nochmal in der Beschreibung. Auch da könnt ihr gerne reingucken. Genau, dann blende ich jetzt einmal die Farben ein und dann geht es auch gleich los.
Dann fangen wir mal an. Und zwar auch entgegengesetzt zu den anderen Motiven, wo ich ja, ich meine, immer mit dem Hintergrund angefangen habe und ich auch festgestellt habe, dass das sich so ein bisschen bei mir eingeschlichen hat, dass ich überwiegend mit den Hintergründen anfange, auch bei großen Bildern, möchte ich heute mal mit den Details beginnen, also mit der Schnecke und mit dem Schneckenhäuschen, den Blümchen. Einfach deshalb, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass wenn ich nachher den Hintergrund mache und das Gras andeute, dass auch der ein oder andere Grashalm hier mit über die Schnecke geht und dann wäre das natürlich doof, wenn ich da jetzt erst den Hintergrund drüber male und dann nachher mit den Polychromos nochmal drüber und dann wieder Gras andeuten müsste. Deswegen fange ich heute einfach mal mit den Details an. Okay, gut. Und ich beginne auch einfach gleich mal hier mit dem ganzen Blümchenbouquet. Ich hatte mir überlegt, dass diese etwas größeren Blümchen hier einen gelblichen Ton bekommen. Und für die anderen kleineren Blümchen habe ich mir überlegt, dass das so ein Burnt Carmine, also so ein kamingebranntes Rot ist, dieses hier. Und auch ein bisschen Pink. Und ich glaube, das sieht dann nachher am Ende ganz nett frühlingshaft aus. Okay, ich habe jetzt hier mal mein Grüngold. Nee, Quatsch, das ist doch klar, das ist Grüngold. Diese Farbe habe ich festgestellt, eignet sich ganz hervorragend, um tatsächlich gelbe Blümchen oder überhaupt gelbe Farbe vorzuschattieren. Ich weiß nicht, wer meinen letzten Instagram-Post gesehen hat. Dort habe ich erzählt, dass ich in meiner letzten Arbeit für mich ein paar schöne Möglichkeiten festgestellt habe, wie man gelb halt schattieren kann, ohne dass es eben irgendwie muckelig aussieht. Also so schmuddelig, sage ich jetzt mal. Und unter anderem war da diese Variante bei, also dass ich hier schön mit ein bisschen Druck dort, wo ich denke, dass die Farbe relativ intensiv ist, mit dem Grüngold reingehe. Und dann quasi mit dem eigentlichen Gelb, was nachher farbgebend sein soll, die Blättchen wieder einfärbe und zum Ende hin ein bisschen auslaufen lasse. Genau. So, man kann natürlich auch gelb schattieren, indem man mehr ins Orange-Rote reingeht. Auch das ist eine schöne Möglichkeit. Allerdings kann es dann passieren, dass sie halt die dann wirklich mehr eher orange-rötlich aussehen und dann nicht mehr gelb. Also das kommt immer ganz darauf an, was man möchte. Und worauf man Lust hat, auch ein helles Braun, so oder so Nature Amber, Santur Amber Ton ist auch eine schöne Möglichkeit zu schattieren. Ich schattiere ja in der Regel viel mit Schwarz, aber bei Gelb ist das durchaus die Gefahr mit der Gefahr verbunden, dass das Gelb eben schmuddelig wirkt am Ende. So, das sind die beiden etwas größeren Blümchen. Jetzt habe ich mich entschieden, dass ich das Cadmiumgelb verwende, um eben hier nochmal so ein bisschen das Grüngold einzufärben. Ihr seht, ich gehe da auch auf jeden Fall mit rüber. Und dann lasse ich auch in der Tat noch ein bisschen Platz zum Rand oben, also zum Ende des Blütenblättchen, weil ich das gleich mit meinem Ivory, meinem elfenbeinfarbenen Stift noch verblenden möchte. Genau. Ach ja, na, ich mache jetzt hier erstmal mal das Gelb zu Ende
Und dann erzähle ich euch nochmal, warum und wieso ich jetzt mich dafür entschieden habe, mit den Polychromos zu arbeiten. Beziehungsweise warum ich jetzt wieder so begeistert von meinen Polychromos bin. Eigentlich habe ich sie schon immer sehr geliebt, aber ich war ja so experimentierfreudig in letzter Zeit, dass ich mich mehr auf aquarellierbare Stifte fokussiert habe, was auch mega, mega viel Spaß macht, wie ich finde. Oder auch wachsbasierte Stifte. Und irgendwie sind meine Polys so ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass unsere Beziehung so ein bisschen eingerostet ist, möchte ich das mal liebevoll nennen. Es hat eigentlich beim Malen der letzten Arbeit nur noch gefehlt, dass wir irgendwie so eingerostet knirschen miteinander. Genau, ich habe jetzt hier den Ivory und verblende das jetzt einfach mal. So. Und irgendwie war ich da dann irgendwie auch so ein bisschen enttäuscht und dachte so, Mensch, was ist denn hier los? Ihr seid doch meine Künstlerfarbstifte schlechthin, die ich doch schon von Anfang an habe. Und warum funktioniert das jetzt hier einfach nicht so gut? Weil natürlich wachsbasierte Stifte und aquarellierbare Stifte, die ja relativ weich sind, unterschiedlich funktionieren. Und irgendwie habe ich versucht, mit meiner Technik, wie ich mit wachsbasierten Stiften arbeite, halt das auf die Polychromos zu übertragen. Das hat nicht so richtig funktionieren wollen, so was die Stärke des Druckes angeht und überhaupt. Und ich tendiere auch mehr dazu, ich könnte mir vorstellen, dass ich in Zukunft tatsächlich ein bisschen weniger mit Schwarz auch schattieren werde an der einen oder anderen Stelle. Jetzt habe ich hier Sepia gebrannt, um hier die Stempel so ein bisschen herauszuarbeiten. Einfach um die Intensität der Farben nicht, wie soll ich sagen, zu limitieren. Ja, weil das passiert ja, wenn man mit Schwarz oder Grau schattiert, dass die Farben dann durchaus so ein bisschen an Kräftigkeit, an, ja, ich sage jetzt mal einfach Kräftigkeit verlieren. Es wird sich wahrscheinlich auch von Motiv unterschiedlich verhalten, aber ich habe festgestellt, gerade hier in diesem Buch, komme ich dann tatsächlich ohne Schwarz ein bisschen besser zurecht. Und auch entgegen meiner üblichen Erfahrung zeigt sich hier ein durchaus, der ist jetzt schon wieder fast ein bisschen zu spitz angespitzt, dieser Stift. Aber so wie eben das Goldgrün war, so ist es eigentlich. Ich zeige euch das nochmal zusammen, dass ihr den Unterschied nochmal seht. So ist es eigentlich perfekt von der Stärke her, um möglichst intensiv Farbe raufzubekommen. Zu rund und zu flach ist ein bisschen zu anstrengend. Da geht nicht so viel Abrieb drauf. Zu spitz macht das Papier irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht so mit auf Dauer. Also da kann man durchaus auch dieses gute Papier durchreppeln, durchkreppen. Oh, ich habe heute aber auch Wörter. Ich hoffe, ihr wisst, was mir aufrauen. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt färbe ich das nochmal so ein bisschen ein mit dem Goldgrün. Und auch da gehe ich nochmal mit dem Ivory rüber. Genau, und ja, die richtige Stärke angespitzter Stifte, die macht es halt tatsächlich. So, und jetzt sehe ich hier an der einen oder anderen Stelle, dass das mir noch der Übergang ein bisschen zu hart ist. Ja, ich bin da einfach ein bisschen strange drauf, was so die Detailtreue angeht. Das müsst ihr natürlich nicht so akribisch machen wie ich. Könnt ihr, wenn ihr möchtet, also ich habe ja, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt hier male, ich habe ja irgendwie
nichts zu verlieren. Also es ist ja wirklich Freude und Spaß pur. Und warum nicht das 10. oder 20. Mal über eine Fläche rübergehen? Okay, Guti, das waren meine beiden gelben Blümchen. Die werden da richtig schön rausstechen, habe ich so das Gefühl. Genau, dann werde ich mich jetzt mal um die kleinen Mini-Mini-Mini-Blättchen hier kümmern. Und zwar habe ich da mein Deep Cobalt Grün. Und auch hier aus der dunkelsten Stelle heraus in die Spitzen rein. Auch hier lasse ich gerne noch ein bisschen, ganz kleinen Hauch in die Spitze frei, weil der Ivory, mit dem ich das ja verblende, der wird sowieso so ein bisschen Farbe mit aufnehmen, ein bisschen grüne Farbe. Und dann wird das schon gefüllt werden und bildet dann halt einen schönen Kontrast. Das Schöne ist ja, wenn ich jetzt feststellen sollte, Mensch, das ist mir jetzt doch irgendwie zu wenig Schattierung, zu wenig Kontrast. Ich kann ja immer noch mal in die kleinsten Ecken mit Schwarz reingehen. Ne? Also das ist ja nichts verloren. Aber ich mag diese Kombi aus diesem etwas, ja, diesen etwas bläulich-grünen, Grünem und den Gelb einfach super, super, super gern. So. Ja, meine polychrome Stifte, die sehen auch schon sehr, teilweise sehr, sehr gut benutzt aus. All dieweil ich die einfach gar nicht in die Ursprungspackung auch zurück. Ich habe hier so einen Sammelbehälter, wo ich die immer reinlege, weil ich die halt früher so oft genutzt habe, dass es sich überhaupt nicht gelohnt hat, sie in ihre Originalverpackung zurückzupacken oder in eine Federmappe oder was weiß ich. Und ich die Stifte auch oft irgendwie mehr so in der Hand halte und daraus meine Farben rausziehe. Und deswegen reiben die Stifte aneinander und sehen deshalb ein bisschen gut benutzt aus. Witzigerweise sieht das aber auch immer vor allen Dingen bei dem Polychromos so aus. Ich habe das bei keiner anderen Stiftemarke, dass die so schmuddelig und abgenutzt aussehen. Aber gut, am Ende des Tages ist es ja wichtig, was die Miene so von sich gibt. Na, dass das schön, dass die sauber ist und schön die Farben aufs Papier bringt, die man sich vorstellt oder die ich mir vorstelle. Und jetzt nehme ich wieder Elfenbein und blende das aus. Ja, nicht wundern, hier ist so ein bisschen Posca-Farbe auf der Mine drauf vom Posca-Marker, weil ich gestern ein bisschen geguckt habe, welche Farbe ich verwenden wollen würde für die angedeuteten Blümchen, die ich da mir so in dem Hintergrund vorgestellt habe. Und rosa wird es wahrscheinlich nicht sein, auch wenn das hier an dem Ivory gerade ranklebt. Ich würde jetzt noch mal mit dem dunklen Kobaltgrün hier so ein bisschen, kleines bisschen noch mal die Schattierung nachgehen.
Aber das soll es dann auch gewesen sein. Hier erstmal, bis wir die Linien outlinen. Ich glaube, ich nehme die beiden auch gleich mit. Den Stift habe ich ja nun gerade passenderweise in der Hand. Bekommen diese kleinen Blättchen auch schon mal ihren kleinen Anstrich. Okay, dann nehmen wir jetzt die rosa Blättchen, Blümchen. Genau, vielleicht so grundsätzlich nochmal was zum Verblenden. Tatsächlich verwende ich gerade, achso, das ist übrigens das Kamin gebrannt, verwende ich. Gerade bei dem Polychrom muss am allerliebsten Ivory zum Verblenden, weil ich finde, dass dieser Elfenbeinton einfach dem Ganzen immer eine ganz schöne, warme Ausstrahlung gibt. Und manchmal wird die eine oder andere Farbe, also jetzt zum Beispiel auch gerade so ins Grünliche oder auch Rottöne, nochmal ganz, ganz nett zum Schluss mit eingefärbt. Und dann wirkt das alles relativ harmonisch miteinander. Zumindest habe ich die Rückmeldung schon von euch auch an der einen oder anderen Stelle bekommen, weil ich manchmal gar nicht so sicher bin, was meine Farbauswahl angeht. Dann denke ich so, okay, was ist denn das jetzt hier für eine komische, bunte Geschichte? Und aber wenn ich dann mit dem Ivory verblendet habe, dann habt ihr mir schon öfter mal gespiegelt, dass es doch ganz harmonisch aussieht. Dann sage ich so, okay, gut, prima, weitermachen. Okay, gut. Wie viele Blümchen haben wir denn überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich mag das ja ganz gerne, wenn die Anzahl ungerade ist. Irgendwie wirkt das denn so ein bisschen wie zufällig halt, ne? So nicht so gekünstelt, sondern wie zufällig arrangiert. Oder von der Natur her gewachsen. Okay, gut. Ich denke, die restlichen Blümchen werde ich dann mit dem anderen Rosaton malen. Und zwar mit Purpurrosa Mittel. Thank you.
So, sehr schön. Und wieder geht's zu meinem Ivory. Und ich verblende die noch kleinen freien Stellen mit dieser schönen Farbe. Und ich verwende wirklich, wirklich relativ starken Druck beim Malen dieser Blümchen, stelle ich gerade fest. Was aber nicht schlimm ist, das ist völlig okay. Das ist immer so, kommt halt immer irgendwie aufs Papier drauf an, wie groß die Fläche ist und und. So, guti. Für die ganzen Stempel würde ich jetzt auch hier wieder mein gebranntes Sina nehmen als Hauptfarbe. Muss dann ebenfalls mit dem Ivory kurz zu verblenden. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich versuche sogar hier in diesen kleinen Flächen so ein kleines bisschen das so zu gestalten, dass es so ein bisschen rauskommt, der Stempel. Dass es so wirkt, als wenn das halt wirklich ein bisschen echt ist. Klappt mal besser und mal nicht so gut. Das sind ja auch wirklich, wirklich mini, mini, mini Flächen. Aber gut. Nicht schlimm, wenn nicht. Alles in Ordnung. Bloß nicht irgendwie mit zu viel Druck an die ganze Sache rangehen. So, dann haben wir jetzt tatsächlich schon mal das Blumenbouquet mit Farbe gefüllt. Dann geht es jetzt zum Schneckenhaus und dann nehme ich auch das Sina gebrannt, denke ich. Und werde das dann mit, ja, ich denke, vielleicht, ja, doch, ich mache erstmal hier so ein bisschen da, wo das hier in Berührung ist mit der Schnecki. Das mal so ein bisschen abdunkeln und da so ein bisschen Schattierung reinsetzen. Und dann denke ich, werde ich das wirklich mit dem Goldgelb auslaufen lassen. Und auch mit dem Ivory verblenden. Jetzt stehen ja auch bald die Ostertage vor der Tür. Also bei mir ist es jetzt gerade Samstagvormittag, dem Moment, 9., 9.4. Und nächste Woche ist dann Ostern, worauf ich mich auch schon freue. Einfach noch mal 4 Tage am Stück frei haben ist auch schön. Ich bin ja jetzt seit kurzem wieder in Arbeit erstmal stundenweise. Der eine oder andere hat es ja vielleicht mitbekommen, dass ich für längere Zeit ausgefallen bin. Jetzt geht es langsam wieder zurück in den Alltag, in den neuen Alltag, sagen wir es mal so.
Genau. Okay, dann nehme ich jetzt das. Und das ist doch tatsächlich immer, muss ich mich da wirklich erstmal wieder dran gewöhnen, so an dieses normale Rumarbeiten, hätte ich jetzt fast gesagt, diese normale Arbeiten, diesen normalen Tagesablauf. Aber ich denke, es gelingt mir bisher ganz gut. Ich versuche auch da nicht mehr so viel in, ich muss dies und muss das denken. Da arbeite ich sehr intensiv dran, dass ich mir auch einfach nicht mehr so viele Müssens aufzwinge. Ich muss dies machen, ich muss das machen. Ich versuche auch mehr auf meinen Körper zu hören und das irgendwie in meinen Alltag zu integrieren. Und bisher, toi toi toi, klappt das auch ganz gut. Ich habe aber auch das große Glück, tolle Kollegen zu haben, tolle Führungskräfte, die mich dabei unterstützen. Und hier würde ich dann doch tatsächlich noch mal ein bisschen Intensität reinbringen wollen. Und dann nehme ich jetzt doch noch mal mein Schwarz und fahre hier ganz, ganz vorsichtig am Rand so ein bisschen lang, um das noch so ein bisschen, ganz klein bisschen hervorzuheben. Schwarz wirklich nutze ich ganz, ganz sachte, wenig Druck und taste mich da so ein bisschen vor und gucke, wie viel ist genug. So, das ist genug nach meinem Gefühl. Und jetzt nehme ich nochmal Sepia. Das gebrannte Sepia und verblende das noch mal so ein bisschen. Okay, unser Schneckchen hat ein Schneckenhaus. Ja, so darf das bleiben. Okay, gut, dann jetzt mal den Schneckenkörper und da bleib ich gleich mal bei dem Goldgrün. Da habe ich mir überlegt, eine ganz wilden Mix. Ich wollte das Goldgrün mit dem Maigrün so ein bisschen mischen. Das ist, finde ich, eigentlich eine ganz, ganz coole Schneckenkombi. Mal gucken, wie das hier gleich wirkt. Und da, wo ich denke, dass ja eigentlich wieder Schattierung sein müssten, also hier so unterm Hals, wenn man denn bei Schnecken überhaupt Schattierung großartig feststellen kann in der Realität. Aber gut. Lass das auch so ein bisschen, weil das ja doch sehr unterschiedliche Farben sind, bemühe ich mich, das weich auslaufen zu lassen, damit hier auch ein schöner, zarter Übergang entsteht.
Also hier unterm Schneckenhaus, da wo die Schattierungen dunkel sind, ruhig schön aufdrücken. Und dann leicht, leichte kreisende Bewegung. Ich verwende zum Beispiel die jetzt nur so als dieses Goldgrün verwende ich zum Beispiel mit Naturamber und dem Ivory auch unglaublich gerne, um richtig Gold zu kreieren. Das ist auch immer eine sehr, sehr schöne Kombi. Hatte ich zwischendurch auch mal vergessen und dann denke ich so, Mensch, hatte ich das irgendwie so bei so einem Bild für mich entdeckt, diese Farbkombi. Habe mir natürlich nicht aufgeschrieben, welche Farbkombis das war. Und dann habe ich ewig rumprobiert, bis ich dann jetzt durch Zufall wieder darauf gestoßen bin. Und jetzt hat sich es aber in mein Hirn eingebrannt. Amber Nature, Goldgrün und Ivory. Wunderschöne Goldkombi. Gut, dann wechsle ich jetzt zum Maigrün. Und auch hier ist es super, super spitz, das Maigrün. Ich wollte es jetzt nicht ewig, weil ich ja auch so ein bisschen... ich möchte halt die Stifte auch nicht unnötig irgendwie abmalen, wenn es nicht not tut. Aber ich hoffe einfach, dass es jetzt mit dem super, super spitzen Stift auch so einigermaßen funktioniert, wie ich mir das hier vorstelle. Und es geht ganz gut. Wäre nicht ganz so spitz, wäre es ein bisschen einfacher. Und auch hier, da wo ich das Goldgrün einfärben möchte, einen Ticken mehr Druck, ohne das Papier mit dem Spitzenstift kaputt zu machen. Das ist jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und dann auch hier zum Boden oder zum unteren Teil der Schnecke auslaufen lassen. So. Genauso mache ich das jetzt hier auch beim Kopf. Versuche hier noch so ein bisschen rauszuarbeiten, dass das ja auch ein runder Kopf ist. Ja, und dann nehme ich noch mal wieder mein Ivory. Da war noch ein bisschen Mini Rosa am Stift. Also rosa von den Blumen. Na, geht schon. Geht schon. Wir müssen ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. So. Ja. Kann so gelassen werden. Und hier für die unteren Flächen. Da nehme ich das Earth Green gelblich. Und verblende das auch gleich nochmal mit dem Maigrün. Und dann ist das, denke ich, eine ganz schöne runde Sache hier. Und für die Fühlerchen
nehme ich nochmal mein gebranntes Sepia. Das Goldgelb, Grüngelb, Grüngold. Ivory und dann würde ich sagen, ist Schnecki fertig. Genau, sehr schön. Okay, die Details, die Outlines, die hebe ich mir gerade noch auf. Die machen wir entweder zum Schluss oder während hier der Hintergrund trocknet. Und dann nehme ich jetzt mal meine drei Derwent Intens. Und ich beginne mit Mit diesem Grün fange ich an. Wie gesagt, die Farben, die findet ihr ja auch immer alle eingeblendet. Von daher. Und dann wollte ich hier ja so ein bisschen langes, großes Gras andeuten. So, hier habe ich jetzt aber tatsächlich bewusst die Stifte vor ordentlich angespitzt, weil die Derwent Intens so vom Farbauftrag, wenn sie trocken sind, relativ weich sind und ich ja Gras malen wollte, was ja ganz gut sich macht, dann diese Struktur da reinzubekommen. Mach hier mal so ein bisschen den unteren Rand hebe ich mal hervor, weil das ja sowieso meine dunkelste Stelle ist. Da muss ich nicht immer so angestrengt gucken, wo ich den Stift ansetze. Um dann nach oben zu auslaufen zu lassen. Und ich male dieses Gras tatsächlich genauso, als wenn ich Haare kolorieren würde. Also ich setze an, fester Druck und dann zack, nach oben. Weg. So weg. Leichter werden, so auslaufen lassen. Zack, zack, zack. Und natürlich, wenn ich Haare kolorieren würde, dann wären das viel, viel mehr Schichten, viel mehr Farben, die ich verwenden würde und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, feiner. Aber da ich ja jetzt und Haare habe ich tatsächlich noch nie mit aquarellierbaren Medien gemalt, könnte ich ja mal überlegen, ob das eine schöne Option wäre, das mal auszuprobieren. Deswegen braucht es ja jetzt aber auch nicht so super akkurat sein, weil ich ja nachher mit dem Wasser noch drüber gehe und dann passt das schon. So. Okay. Fein, fein. Jetzt nehme ich hier Beach Green. Beach Green, finde ich, ist ein herrlich, herrliches, saftiges Grün. Und das wollte ich eigentlich auch als meine Hauptgrasfarbe nutzen. Deswegen gehe ich da jetzt auch hier schön nach oben mit rein.
Hier unten, schön. So, und damit die ganzen goldenen und gelben Töne hier aus der Schnecke heraus auch nochmal zum Tragen kommen und das Gras dann nachher noch ein bisschen saftiger aussieht, wenn ich das vermale, mache ich hier vereinzelt auch noch so ein paar gelbe Striche mit rein. Hier, wo die Schnecke langläuft, ist es in der Theorie ein bisschen lichter ja auch, weil sie ja so wahnsinnig schwer wie eine Schnecke ist, auch das Gras niederwalzt unter sich. Okay, Frau Patzer, Sie neigen heute extrem zur Übertreibung. So. Aber das darf ja auch mal sein. Dann würde ich sagen, für die erste Schicht lassen wir es einfach mal drauf ankommen. Papier ist gezückt. Watertank Brush ist auch gezückt. Guck noch mal gerade, jupp, da kommt auch Wasser raus. So. Dann mache ich das jetzt mal hier mit den Watertank Brush genauso, wie ich das eben auch mit den Stiften gemacht habe und fahre hier so sukzessive in einzelnen Strähnchen nach oben und nehme die Farbe mit, die sich mitnehmen lassen möchte. Ab und zu drücke ich mir noch mal ein bisschen Wasser in die Spitze. Nee, so ganz glücklich bin ich jetzt mit diesem Pinsel noch nicht. Ich nehme doch mal die Stärke 2 mit dazu. Das ist der etwas dickere. Da kommt dann doch noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit raus. Ja, das gefällt mir ein bisschen besser. So, das ist jetzt die erste Schicht. Die lasse ich jetzt auch einfach mal kurz trocknen.
würde mich jetzt dann einmal den Outlines von unserer kleinen, von den Blümchen auf jeden Fall schon mal widmen. Dazu nehme ich meinen Sakura Jelly Roll. Sehr schön. Ach nee, da fehlt noch. Da habe ich noch ein Ding vergessen. Hier auch. Da gehe ich jetzt aber gleich nochmal mit meinem gebrannten Sepia rein, um da das nochmal so ein bisschen zu übermalen. Zack, sonst geht mir da die ganze Tiefe verloren. So, und jetzt nehme ich den Ivory und cover damit sozusagen die Outlines nochmal. Also das Weiße, dass das halt so ein bisschen sich natürlich angleicht, weil in der Natur gibt es ja weder Weiße noch schwarze Outlines. Und das Blüteninnere, die Stempel, die bekommen jetzt auch gleich nochmal ein paar Pünktchen. Vorher nehme ich mir aber nochmal meinen Kamin und werde hier noch mal so ein paar kleine vereinzelte Blütenblätterchen noch mal hervorheben. Jetzt die Pünktchen für die Stempelmitte. Kleine Pünktchen hervorheben. Die Johanna hier ja schon eingezeichnet hat. Okay, den Rest covern wir auch gleich.
Ich will nur einmal jetzt gucken, ob das schon trocken ist. Das ist schon trocken. Sehr schön. Dann nehme ich nochmal meinen Iron Green, also den dunkelsten Grünton, den ich hier mir ausgeguckt habe. Hier oben sind mir tatsächlich noch, so ist mir das alles noch ein bisschen zu farblos, muss ich sagen. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr alles unbedingt anlösen jetzt. Aber doch hier oben wenigstens. So dass wir überall ein bisschen Farbe hinbekommen. Ich habe jetzt den Watertank Brush Pen in der Stärke 1 wieder genommen. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu unruhig und Schnecki ist noch einigermaßen zu sehen hier im Gras, aber ansonsten ist sie auch vor natürlichen Feinden gut geschützt. Was sind eigentlich natürliche Feinde von Schnecken? Das ist tatsächlich gerade eine gute Frage. Das werde ich, glaube ich, im Nachgang mal googeln. Vielleicht Vögel? So, nun löse ich doch wieder an, hier wie verrückt. Ja, ich mache halt einfach super viel aus dem Bauch heraus, wie man das, glaube ich, gut mitkriegt. Und ich finde, das ist eigentlich auch das Schönste, ne? Wenn man immer irgendwie super nach Plan agiert, dann ist das auch irgendwie ein bisschen krampfig, finde ich. Das ist natürlich jetzt schwierig, dann das immer alles so mitzumachen und nachzumachen. Vielleicht für den einen oder anderen. Aber am Ende des Tages ist das ja hier auch eine Inspiration. Und wenn ihr da eine Sache von mitnehmen könnt, dann ist das ja schon richtig viel, viel gewonnen. Ja, so lassen wir das jetzt erstmal. Und ich hatte ja gesagt, wir wollten ja mit den Posca-Pens auch noch ein paar Blümchen vielleicht hier im Hintergrund andeuten. Das mache ich gleich, wenn das hier nochmal wieder getrocknet ist. In der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt nochmal um die anderen Outlines. Thank you.
Sepia gebrannt. Hallo Fühlerchen, kommt zurück zum Leben. Zack. Und ihr seht schon, dass die Sakura Jelly Roll, also das sind echt mega geile Stifte, Gel Pens, da kann man richtig klasse über den, wenn er erstmal getrocknet ist, über den, über die weiße Linie drüber malen. So. Ja. So ungefähr kann das da bleiben. Dann jetzt hier nochmal den Ivory. Nochmal hier die Outlines ein bisschen angleichen. Die Pünktchen, die können ruhig rausstrahlen. Das ist völlig fein. Ein bisschen geht sie unter im Grün, finde ich. Ein bisschen. Aber die Blumen strahlen dafür umso mehr. So, und hier nehme ich jetzt nochmal wieder mein, wo ist auch mein Grünton? Okay, gut, dann kommen wir jetzt zu der Posca-Party. Beziehungsweise habe ich mir überlegt, dass ja so ein paar lila Blümchen vielleicht gar nicht verkehrt werden. Es gibt doch diese, wie heißen diese Blumen, die sind eigentlich blau und die sind so tröpfchenmäßig und die haben so ganz viele, viele kleine Mini-Blütchen. Die sind, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Hier noch ein paar hin. Vielleicht gar nicht immer so. Das ist tatsächlich so meine Achillesferse noch, dass ich irgendwie so Sachen selber anordne, dass sie halt nicht so gekünstelt aussehen. Also da ist es echt so eine Sache, wo ich immer wieder eine kleine Herausforderung mit habe. Könnt ihr auch ein Blümchen hier noch aus dem Bild herausragen.
Und ich hatte auch gesagt, dass ich das ja gerne mag, wenn es eher ungerade Anzahl von Dingen sind, die ein Bild schmücken. Deswegen gibt es hier jetzt nochmal das letzte Blümchen und dann denke ich, ist es auch genug. Ja, also ich würde sagen, ich denke, wir haben's. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, falls ihr bis hierhin zugeguckt habt. Falls ihr tatsächlich mitgemacht habt oder euch irgendwie Anregung aus dem Video rausziehen konntet, dann würde ich mich super, super, super freuen, wenn ihr mir das auch irgendwie mitteilt oder wenn ihr mich verlinkt dann entsprechend, falls ihr das euer Ergebnis veröffentlichen solltet. Ja, mir bleibt jetzt nichts weiter zu sagen, als euch weiterhin viel Spaß zu wünschen bei allem, was ihr so macht. Und hoffe, dass ihr auch gesund bleibt, dass es euch weiterhin gut geht. Und ja, ihr wisst ja, mit einem Malbuch lebt es sich immer leichter. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.